So, ich sage schon einmal guten Abend an alle. Schön, dass ihr hier seid. Wir warten einfach noch so 3-4 Minuten, weil erfahrungsgemäß in den ersten paar Minuten einfach noch einige dazukommen. Klar, bin gleich dann wieder da.
So, jetzt aber mit ein paar Minuten Zugabe möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zum Webinar Altern in Würde, wie wir es unserem Tier leichter machen. Wahrscheinlich sind ja alles Tierbesitzer hier, die schon einmal ein altes Tier hatten oder vielleicht gerade haben. Ich selber bin Heilpraktikerin. Ich habe im Moment 2 Hunde. Den einen davon, den seht ihr hier auf dem Webinar, der linke. Das ist allerdings unser junger Hund. Der wird jetzt erst 1 Jahr alt. Wir haben aber auch noch ein älteres Modell, eine 8,5 Jahre alte Labbi-Hündin. Und da merkt man jetzt schon so langsam, wie das Alter kommt. Ich hatte schon 2 andere große Hunde, die leider nicht das Glück hatten, sehr alt zu werden. Aber dennoch merkt man ja bei diesen großen Hunden, ja, schon so, ich denke so ab 7, 8 geht es dann so ganz langsam los. Und daher haben wir natürlich selber Erfahrungen und möchten einfach ein Webinar darum machen, weil wir wissen, wie wertvoll das ist, diese letzte Zeit, weil man ja nie weiß, Gott sei Dank, wann ist denn überhaupt die letzte Zeit, aber überhaupt diese Zeit im Alter ein bisschen einfacher zu machen. Ich finde auch, dass ein älterer Hund ist was unheimlich Wertvolles. Das ist was ganz, ganz Tolles. Das ist irgendwie was Besonderes. Also die haben was, ich weiß nicht, die strahlen was aus, diese älteren Tiere. Die haben so eine Weisheit. Und also ich finde, sie sind was ganz Rührendes auch. Und die verdienen es auch einfach, dass man sich wirklich so um sie kümmert, dass es ihnen gut geht, dass eben die normalen Zipperlein und Gebrechen des Alters ein bisschen einfacher werden. Ich mache jetzt während dem Webinar-Vortrag meine Kamera aus. Das ist für mich ein bisschen leichter, weil es ansonsten ist ein bisschen ablenkend, wenn ich mich da immer sehe. Und danach dann nachher natürlich wieder an. Als Hinweis, das Webinar wird aufgezeichnet und ist auch hinterher auf YouTube einsehbar. Das heißt, wer sich nicht zeigen möchte, der lässt einfach die Kamera aus. Man kann ja vollkommen anonym hier teilnehmen, ist da keine Frage. Aber wer dann nachher auch Fragen stellt, der beachte bitte, dass das eben dann auch aufgezeichnet wird. So, machen wir hier mal aus, genau. Und starten das Ganze. Häufige Alterserkrankungen. Im Grunde ist ja das Alter, wie wir alle wissen, kein krankhafter Zustand. Ja. Viele Hunde, die sind wirklich bis ins hohe Alter hinein auch sehr fit, wie es ja bei den Menschen auch ist. Ja, jeder kennt ja so die 95-jährige Tante, die bis zu ihrem Tod ihren Haushalt noch geleitet hat. So gibt es natürlich auch bei Hunden, die wirklich fit sind, die gar nichts haben. Das ist ganz wunderbar. Leider ist es nicht allen vergönnt. Viele ältere Hunde, die bekommen halt so schon, ja, meistens fängt es so mit 7, 8, 9 an, ist ja auch sehr rassespezifisch unterschiedlich. Ne? Große Hunde, große, schwere Hunde, für die ist natürlich schon eine geringere Lebenserwartung als die Kleinen. Aber irgendwann werden sie dann halt doch alle so ein bisschen älter und kriegen auch, ja, wir haben es jetzt mal so ein bisschen spaßig Zipperlein genannt. Das ist natürlich überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern das bedeutet einfach, sind so diese Alterserscheinungen. Aber es gibt natürlich auch sehr ernsthafte Erkrankungen, die mit dem Alter einfach zunehmen. Als da wären Arthrose. Arthrose ist eigentlich eine vollkommen normale Erscheinung während des Lebens. Arthrose ist ja nichts anderes als eine Abnutzung in den Gelenken. Das heißt, die Knorpelschicht nutzt sich ab und irgendwann reibt mehr oder weniger Knochen auf Knochen. Und das ist dann natürlich schmerzhaft. Das bedeutet eben auch, wenn alles gut läuft, also wenn ein Tier keine Krankheiten bekommt, dann wird das Tier trotzdem irgendwann an Arthrose leiden, weil das bei uns Menschen genauso ist. Auch wir leiden irgendwann an Arthrose. Es ist halt nur das Problem häufig, dass die Arthrose auch schon sehr früh einsetzen kann, durch Borreliose zum Beispiel bedingt, durch Unfälle, durch Fehlhaltungen, durch Fehlstellungen. Wir denken an die ganzen überzüchteten Hunde, die dann wirklich die HD haben, also diese Hüftgelenksdysplasie, wo dann eben auch die Arthrose einsetzt und gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also Arthrose ein Stück weit vollkommen normal, aber natürlich lästig und anstrengend für die Tiere. Inkontinenz, auch das ist im Grunde ein, naja, fast normaler Zustand, wenn ein Mensch oder ein Tier sehr alt wird.
dann ist einfach dieser Schließmuskel nicht mehr so kontrollierbar durch das Tier. Ist aber natürlich wirklich gerade für Hundehalter oder auch für Katzenbesitzer ist es natürlich ganz, ganz anstrengend, eine Inkontinenz, weil die Tiere, die machen halt letztendlich überall hin. Und das ist also wirklich überhaupt nicht lustig. Diabetes, auch das, wir kennen es, Diabetes Typ 2, Altersdiabetes, Spondylose, auch einige Knochenerkrankung, Augenleiden. Auch die Tiere sehen natürlich im Alter nicht mehr so gut, wie wir Menschen auch. Vermehrte Ohrenverschmutzungen, auch da macht das Alter was. Weniger elastisches Bindegewebe, Abbau der Muskulatur, das gehört auch so zusammen. Die Menschen, das sieht man, die fallen im Alter so ein bisschen zusammen, die werden auch kleiner und das ist natürlich bei Tieren ganz ähnlich. Und auch eine Alterserscheinung, die Demenz, auch das gehört zu den ganz normalen Erscheinungen des Alters, die Demenz. Aber auch das kann natürlich viel, viel früher auftreten, wenn es wirklich durch eine Krankheit bedingt ist. Ja, hier habe ich dann, die Sandra Lorenz hat diese Präsentation gemacht und hat dann eben auch geschrieben, man könnte meinen, man spricht über die Menschen. Und es ist so, Mensch und Tier unterscheidet sich da im Alter gar nicht so sehr viel. Ich finde auch so ältere Menschen, die haben oft was sehr Rührendes an sich und so geht es mir eben mit den Tieren auch. Schmerzen ist natürlich was ganz, ganz Gemeines, gerade im Alter. Und bei Menschen haben wir eben den großen Vorteil, die können sagen, wenn was wehtut. Die können sich da wirklich äußern. Hunde kompensieren Schmerzen unglaublich lang. Das hat einfach damit zu tun, wie die Hunde in der Natur, in der freien Natur leben. Die leben im Rudel und der Hund versucht natürlich alles, um das Rudel nicht zu verlieren. Und ein Rudel ist auch sehr gnadenlos. Sorry, ich muss mal eben meine Tür hier zumachen. Wenn ein Tier alt ist und schwach ist und krank ist und verletzt ist, dann wird es einfach auch ausgestoßen und fertig. Also das ist natürlich krass und deshalb versuchen die Hunde auch wirklich, solange es irgendwie geht, mitzuhalten. Das heißt, sie leiden wirklich still. Und um das einfach zu kompensieren, oder wir wissen das ja, ne, dass Hunde still leiden, bis sie wirklich gar nicht mehr können, wird natürlich vom Tierarzt her relativ schnell auch zu Schmerzmitteln gegriffen, was auch absolut richtig sein kann. Schmerzmittel und Cortison werden da sehr, sehr oft und sehr gerne eingesetzt. Schmerzmittel, klar, um die Schmerzen zu nehmen, Cortison, um den Entzündungsprozess zu stoppen. Und wenn wir gerade an die Arthrose denken, sowas entzündet sich natürlich auch gerne. Das heißt, dann setzt sich auf diese Arthrose noch was Entzündliches drauf und da hilft dann eben Cortison. Als Notfallmittel vollkommen in Ordnung. Auf Dauer hilft es den Tieren definitiv nicht weiter. Ja, weil diese chemischen Keulen, die haben natürlich auch Nebenwirkungen, Magenprobleme, Verdauungsprobleme, Allergien, Hauterkrankungen, insgesamt einfach ein schlechter Zustand. Also das ist auf Dauer definitiv keine Lösung. Das kann kurzfristig eine Lösung sein, kein Thema. Cortison ist für mich sowieso ein Notfallmittel, ein Akutmittel. Und als das würde ich es auch nicht verteufeln, da kann man es wirklich gut brauchen, aber es ist natürlich nichts mittel- oder langfristig. Wir haben eine Möglichkeit, ohne Chemie zu helfen, und zwar mit Laminein. Laminein ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das kommt aus Amerika. Und ich möchte euch geschwind erklären, wie es funktioniert. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man auch verstehen, warum es bei so vielen verschiedenen, oder wie es im ersten Moment scheint, verschiedenen Erkrankungen funktionieren kann. Wir alle haben Stammzellen im Körper. Stammzellen sind Zellen, aus denen letztlich alle Zellarten hervorgehen können. Also eine Stammzelle Entschuldigung, bildet Zellen, aus denen dann zum Beispiel Leberzellen, Hautzellen, Muskelzellen, Herzzellen, was auch immer sich spezialisieren kann. Ja? Und Laminein hat ein Signalprotein in sich, das sogenannte FGF2. Das schubst unsere körpereigenen Stammzellen an, dass die eben wieder neue und gesunde Zellen produzieren. Das ist im Grunde das Revolutionäre, was Laminein kann.
Laminein sorgt dafür, dass gesunde neue Zellen gebildet werden, die der Körper dann einfach dort einbauen kann, wo er es für nötig erachtet. Ja, der Körper kann praktisch seine eigenen Baustellen reparieren mit Laminein. Und Laminein hat neben dem FGF2-Signalprotein auch noch alle 22 Aminosäuren dabei. Ich erkläre das immer ein bisschen flapsig. Das sind die Baustoffe, die einfach mitgebracht werden. Denn unsere Zellen sind ja durch Aminosäuren aufgebaut. Das heißt, es macht natürlich sehr viel Sinn, zum einen die Stammzellen anzuregen, Zellen zu bilden und zum anderen das notwendige Baumaterial gleich mitzubringen. So wie es hier steht, so simpel, so einfach und so effektiv und vor allem eben einfach in einem sehr, sehr großen Bereich nutzbar. Mich hatte mal eine Dame gefragt, ja, wie, ihr empfehlt das für Menschen, ihr empfehlt das für Tiere, für Arthrose und Hauterkrankungen und was weiß ich, das ist doch kein Wundermittel. Nee, natürlich ist es kein Wundermittel. Aber da einfach unser Körper aus Zellen besteht und Stammzellen, einfach jede Art von Zellen im Grunde hervorbringen können, ist es wirklich in sehr, sehr, sehr großem Umfang einsetzbar. Also bei Tieren, man kann es wirklich bei Arthrose einsetzen, bei Inkontinenz, bei Hauterkrankungen, bei Allergien, bei Demenz, was auch immer. Ja, welche Zellen nun auch gerade fehlen, wo die Baustellen sind, der Körper findet sie und repariert. Und diese Bausteine des Körpers sind die 22 Aminosäuren. Das sind eben die Bausteine der Körperzellen, deshalb sind die so wichtig. Und hier ist eben auch ganz häufig so, dass da ein Mangel besteht. Also ein Aminosäuremangel, das haben sehr viele Menschen, das haben auch sehr viele Tiere. Und gerade bei Tieren kann sich so ein Mangel auch wirklich durch schmerzhafte Einschränkungen, Lahmheit, Verspannungen, Steifheit, Schon, Fehlhaltungen herauskristallisieren. In aller Regel merken das die Besitzer ja auch. Nur ob dann die Ursache gefunden wird, das ist die andere Frage. Ja, dann wird geröntgt und gemacht und getan und manchmal findet man die Gründe einfach nicht. Und so. Hier steht noch einmal neben dem Fibroblastenwachstumsfaktor, FGF2, sind in Laminein 22 Aminosäuren drin. Das sind, jede Aminosäure hat ihre Wirkung im Körper. Das würde jetzt zu weit führen, wirklich alle 22 Aminosäuren hier zu betrachten. Wen das interessiert, das kann man ohne weiteres googeln, da gibt es wunderbare Listen dazu. Aber gerade zum Beispiel Prolin, Behandlung von Verletzungen, Unterstützung des Gelenkaufbaus, Gelenksregeneration oder auch das Leukin, das für die Wundheilung von Muskeln, Haut und Knochen gebraucht wird. Ja, wir haben zum Beispiel mit Laminein auch ganz wunderbare Erfahrungen bei Pferden. Pferden mit Bänderverletzungen, wo einfach durch diesen neuen Zellen, die neu aufgebauten Zellen, es wirklich da zu einer Regeneration, zu einem Reparatur im Grunde kam. Hier ist nochmal der FGF2-Wachstumsfaktor zu sehen, der unterstützt die Regeneration von Knorpelwege und Gewebe und Muskeln, die Selbstheilung, er stimuliert die Stammzellen und er normalisiert den Blutdruck. Das ist jetzt in aller Regel für die Menschen wichtiger als für die Tiere. Wir geben ganz häufig zum Laminein auch noch ein Omega dazu. Ein Omega-3 ist ein rein natürlicher Entzündungshemmer. Und wir haben ja, wie vorhin schon gesagt, ganz häufig haben wir es mit entzündlichen Prozessen zu tun. Nicht nur bei einer aktivierten Arthrose, sondern wir haben auch ganz häufig andere Autoimmunerkrankungen. Im Alter kriegen die Hunde häufig Autoimmunerkrankungen, auch die Katzen. Das wird dann auch mit Cortison eben behandelt, mit allen bekannten Nebenwirkungen. Also von dem her ist da Omega natürlich die wesentlich bessere Variante. Bei Schmerzen ganz, ganz toll in Kombination mit Laminein. Also das muss man echt selber mal ausprobieren. Ich finde es immer wieder total faszinierend. Egal, was ich selber habe, Laminein und Omega zusammen, das nimmt wirklich Schmerzen, vor allem auch in den Gelenken. Natürlich Vitamin C, Vitamin D sollte dazu in Kombination mit Magnesium. K2 ist schon im Omega drin.
Ja, also es manchmal gehört einfach noch so ein bisschen eine Rundumversorgung dazu, aber dafür sind wir ja auch da. Wir sind ja gerne bereit, wirklich jedem einzelnen Tierbesitzer hier genau zu helfen, was jetzt das Tier einfach braucht oder was eben wichtig wäre, was empfehlenswert wäre. Im Omega-3 ist auch FGF2 wieder ein bisschen drin, aber nicht so viel wie im Laminein. Laminein und Omega, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kombination. Also auch bei meiner eigenen Hündin, die hatte auch eine ganz fürchterliche Arthrose durch einen Autounfall ausgelöst, wo natürlich ihre ganzen Knochen sehr viel in Mitleidenschaft gezogen wurden und die konnte echt kaum noch laufen. Und das Tier ist, also sie ist keine junge Hündin deswegen geworden, aber sie läuft wieder, sie kann eine Stunde spazieren laufen, wo früher einfach 20 Minuten dann schon gereicht haben, dass sie wieder gehumpelt ist den ganzen Tag. Hier ist noch die empfohlene Dosierung. Tiere bis 20 Kilo bekommen pro Tag eine Kapsel. Da macht man es sinnigerweise so, dass man die Kapsel aufmacht und die Hälfte Hälfte macht. Man kann die Kapsel, das ist also ein bisschen Pulver, das Laminein, und das kann man jetzt zum Beispiel sehr heiklen Tieren oder Tieren, die beim Essen heikel sind, denen kann man das auch irgendwo drunter rühren, denen kann man das direkt von der Hand schlecken lassen. Normalerweise ist es wirklich kein Problem. Tiere zwischen 20 und 40 Kilo bekommen pro Tag zwei Kapseln. Tiere über 40 Kilo pro Tag drei Kapseln. Pferde bekommen vier Kapseln pro Tag. Je nach Größe kann man auch bis zu sechs Kapseln am Tag geben. Eine Überdosierung ist nicht möglich. Na, aber man muss natürlich trotz alledem jetzt nicht die Kapseln am Tag geben. Aber man kann nicht überdosieren. Also man muss da auch keine Sorge haben. Wir haben Facebook-Gruppen, das heißt, wir sammeln seit, naja, es ist jetzt schon über ein Jahr, dass wir das sammeln, wirklich Erfahrungsberichte. Man muss wissen, dass das Laminein eigentlich ein Nahrungsergänzungsmittel für Menschen ist. Und das für Tiere, das begann eigentlich wirklich so vor einem Jahr mit meiner eigenen Erfahrung, was meine Hündin anging. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist toll, das funktioniert, das ist ja der Wahnsinn, das muss in die Welt. Und dann haben wir eben wirklich angefangen, Gruppen zu gründen. Dann haben wir angefangen, auch ja, das Ganze noch ein bisschen ernsthafter anzugehen. Wir haben das Tierexpertenteam dann gegründet Anfang des Jahres. Also einfach da geschaut, dass das Ganze auch so ein bisschen mehr mit System ist. Jetzt haben wir mittlerweile ganz, ganz viele Erfahrungsberichte und die sind einfach das Wichtigste. Wir wissen ja auch nicht alles. Wir können manche Dinge einfach nur versuchen. Wenn jetzt jemand kommt mit einer ganz exklusiven Erkrankung, die kein Mensch kennt, dann ist eigentlich unsere Standardantwort: Probier es einfach. Es gibt ja, es gibt keinen Grund, es nicht zu nehmen. Also irgendwelche Gegenanzeigen oder so, dass es sich mit irgendetwas nicht verträgt, gibt es nicht. Laminein ist kein Medikament, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, das kann man eigentlich auch immer und zu allem dazugeben. Wir haben jetzt zum Beispiel viele tolle Berichte bei Inkontinenz, ja. Da sind die Hunde relativ schnell wieder dicht, in Anführungszeichen. Ja. Wir haben ganz viele tolle Berichte bei Arthrose, bei Angsthunden, bei Gelenk- und Knorpelschäden jedweder Art. Bei Epilepsie gibt es einige sehr tolle Erfahrungsberichte. Aber wir haben natürlich lange nicht bei allen, von allen Krankheiten Berichte. Aber dennoch würde ich aus den Gründen, was wir mittlerweile wissen, würde ich immer dazu tendieren, es einfach zu probieren. Also bei Schmerzen ist es wirklich ganz fantastisch. Ja. Man kann die Kapsel öffnen, man kann es den Tieren auch so geben. Also ich habe ja nun einen Labrador und einen Labradudel, die lieben das Zeug und die nehmen es auch wirklich so direkt, die fressen die Kapseln so. Wo kriegt man jetzt Laminein überhaupt her? Laminein ist ein Direktvertrieb, ähnlich wie Tupper oder Provin, das kennt jeder. Wenn ihr das bestellen möchtet, wendet euch bitte an den Menschen, der euch jetzt hier eingeladen hat oder eben uns auch ansprechen, ist auch kein Problem. Es gibt auch Facebook-Gruppen, wie gerade gesagt, Gesundheit für Mensch und Tier oder Tiergesundheit mit Nahrungsergänzungsmitteln. Man kann mich auch mit meinem ganz normalen Namen, Jacqueline Gletsch-Hoffmann, in Facebook finden. Gibt es auch nur einmal. Und von dem her kann man mich da auch jederzeit anschreiben. Das ist überhaupt kein Thema. Wir sind
wirklich da. Wir sind nur nicht nur heute da, wir sind auch in 2 Wochen oder in 3 Monaten da, wenn irgendwelche Fragen sind. Wir begleiten auch solche Geschichten natürlich gern. Wenn jetzt jemand irgendwas hat, ein Hund mit einer ganz speziellen Erkrankung und sagt, wir versuchen das jetzt einfach mal zusammen, dann begleiten wir das auch, ja, weil es uns einfach natürlich auch interessiert. Wir sind wirklich bei dem ganzen Tiermarkt noch relativ am Anfang. Und das macht natürlich die Sache zum einen nicht ganz einfach, weil wir einfach auch nicht alles wissen. Ja, wir werden oft gefragt, wie ist es denn hier und hier und hier? Und da müssen wir ehrlich sagen, da haben wir noch nicht wirklich große Erfahrungen. Aber da liegt ja auch eine unglaubliche Chance drin. Und es ist wirklich das Tollste, was ich in 16 Jahren als Heilpraktikerin kennengelernt habe. Also ich bin selber für Menschen völlig fasziniert davon und für Tiere ganz genauso. Hier stehen jetzt noch einmal die Kontaktdaten, mein Telefon, meine E-Mail, aber wie gesagt, man kann mich auch über Messenger erreichen, bei Facebook, gar kein Problem. Die Sandra Lorenz, die ist jetzt heute krankheitsbedingt leider nicht dabei. Die ist eine langjährige erfahrene Züchterin, sie züchtet diese Toypudel, diese Mini-Pudel. Und diese Frau, die hat so viele Erfahrungen gemacht, also wirklich unterschiedlichster Art, ja. Ob das Hündinnen waren, die über Jahre nicht aufgenommen haben, die sind einfach nicht schwanger geworden und mit Laminein funktioniert das dann. Das ist ein Tier gewesen mit einer ganz, ganz schweren Verletzung der Halswirbelsäule, der eigentlich schon eingeschläfert werden sollte. Der rennt wirklich wieder mit dem Rudel mit. Also es sind unglaubliche, wirklich fast unglaubliche Berichte, die sie hat. Das ist ganz spannend. Also von dem her, man kann sie wirklich auch jederzeit anrufen, anschreiben. Auch sie ist natürlich für eure Fragen da. Ja, hier haben wir das nochmal in der Gruppe Gesundheit für Mensch und Tier. Da stehen eben auch sehr viele Erfahrungsberichte mit drin. Und jetzt mache ich mal meine Kamera wieder an. Gut, genau. Und jetzt dürfen natürlich, wenn ihr Fragen habt, dürfen diese Fragen auch sehr gerne gestellt werden. Ihr könnt euch selber freischalten, das ist also kein Problem. Ihr geht einfach in dem kleinen, also in eurem Viereck, unten links das Mikro. Wenn ihr da drauf klickt, dann seid ihr freigeschaltet. Wenn heute keine Fragen sind, dann könnt ihr selbstverständlich mich oder die Sandra auch morgen in einer Woche, in 14 Tagen, dann, wenn es aktuell ist, jederzeit anfunken. Ihr könnt einfach in unsere Gruppen reinschauen, lest mal mit, lest mal die ganzen Erfahrungsberichte, schaut euch das an, schaut mal, ja, vielleicht ist da, also mit Sicherheit ist was Interessantes für euch dabei. Aber wie gesagt, ich würde euch jetzt auch gerne hier die Möglichkeit geben, hier und jetzt und sofort eure Fragen loszuwerden. Wenn sich jemand trauen möchte, gerne. Ansonsten beenden wir dieses Webinar jetzt hiermit. Ihr könnt die Aufzeichnung von diesem Webinar jederzeit bekommen. Die stehen bei uns in den Gruppen drin. Oder wenn ihr es einfach jemandem weiterleiten möchtet, und ihr sagt, Mensch, das könntest du dir auch mal angucken, dann sagt uns Bescheid, dann kriegt ihr den Link für das Webinar, das ist überhaupt kein Problem. Und gebt es gerne weiter, tragt wirklich dieses Wissen um Laminein in die Welt, weil es ein ganz, ganz fantastisches Mittel ist, den Tieren wirklich langfristig auf eine Art zu helfen, die ihnen einfach das Leben und das älter werden, erleichtert. Ah, okay, da kommt noch eine Frage rein. Wann empfiehlst du Immune dazu? Immune, das ist auch ein Mittel von Lifefarm. Das sind Heilpilze und Vitamin C. Immune, das kommt bei mir eben dann dazu, wenn es jetzt wirklich um Autoimmunerkrankungen geht oder Allergien. Da ist es wichtig. Oder bei Tieren mit Krebs. Im Immune sind 3 Heilpilze drin, die alle bei Krebsgeschehen angewendet werden. Schon ganz, ganz lang traditionell. Das kommt aus China mit den Heilpilzen.
Und bei Krebsgeschehen, bei Hunden, da empfehle ich wirklich Laminein und Immune. Das funktioniert da recht gut. Aber Krebs ist natürlich auch immer, ja, bei Tieren darf man sich da ja noch aus dem Fenster lehnen und darf das empfehlen. Bei Menschen muss man da einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Aber wenn es mein Hund wäre, dem würde ich auf jeden Fall hochdosiert Laminein und Immune geben. Und ja, ich tendiere bei Hunden oder bei meinen Hunden zumindest dazu, keine Chemotherapie zu machen. Mein letzter Hund, der verstorben ist, die ist an Blutkrebs verstorben. Und ja, wir haben uns damals auch gegen eine Chemotherapie entschieden, weil selbst die Tierärztin gesagt hat, es würde vielleicht 2 bis 3 Monate Lebenszeit bringen. Aber es ist ja immer die Frage, um welchen Preis. Also wenn ich es damals schon gekannt hätte, dann hätte ich meiner Mona hochdosiert Laminein und Immune gegeben. Und ich glaube, dann hätten wir sie noch ein bisschen länger gehabt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen, dass ihr eure Tiere noch ganz, ganz lange habt, dass sie ein schönes Alter erreichen, dass sie ein schönes Altern haben, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, der Link ist verfügbar. Macht gerne davon Gebrauch. Das war der Abschiedsgruß von meinem Hund. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.